Radfreunde. Erfreulicherweise haben wir vor 5 Wochen weiteren Zuwachs in der Familie bekommen, was mich sehr freut. Allerdings, Radfahren ist jetzt in den letzten 10 bis 12 Wochen ein wenig kürzer gekommen. Macht nichts. Die eine oder andere härtere Trainingsradtour auf dem Rennrad gab es trotzdem. Allerdings mit dem Mountainbike war ich, glaube ich, zum letzten Mal vor 8 Wochen unterwegs, damals im Nagoltal Heggenwall. Heute, 5 Wochen nach der Geburt unseres Sohnes, habe ich endlich mal wieder einen Tag gefunden, wo ich mit dem Mountainbike unterwegs sein kann. Die Radsaison 2020 neigt sich auch so langsam dem Ende zu. Es wird langsam herbstlich und da habe ich mir gedacht, heute gibt es noch mal eine kleine Abschlussfahrt der Radsaison 2020 von mir mit dem Mountainbike. Relativ abwechslungsreich ein Stück weit in den Schwarzwald hinein, dann in Richtung Neckartal. Die Kamera habe ich dabei und wie immer könnt ihr mich dabei begleiten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Am relativ späten Morgen, Mitte September 2020, startet jetzt meine Radtour in den Schwarzwald in Richtung Freudenstadt. Die Temperaturen jetzt auch zur späteren Mittagszeit immer noch sehr frisch. Geschätzte 15 Grad hat es jetzt. Es macht richtig Lust und Laune, mal wieder mit dem Mountainbike unterwegs zu sein. Seitdem ich mein Mountainbike wieder auf Vordermann gebracht habe, es ausgiebig gewartet habe, war ich gerade 2-mal wieder damit unterwegs. Der Rest der Zeit stand es unten im Keller, bedingt dadurch, dass ich einfach nicht mehr die großen Zeitfenster hatte, um im Rad unterwegs zu sein, habe ich einfach das Rennrad genommen, möglichst in wenig Zeit weit kommen. Weit weg von der Haustüre, einfach mal was anderes zu sehen. Aber dafür hat man eben den Nachteil des Straßenverkehrs, ständiger Verkehrslärm, Autostraßen. Und deshalb genieße ich es jetzt umso mehr, dass ich mal wieder mit dem Mountainbike durch den Schwarzwald fahren kann. Auf Waldwegen, verlassenen Feldwegen, so wie jetzt gerade. Ich befinde mich auf dem Weg in Richtung Freudenstadt. Vom Streckenumfang heute eine mittelgroße bis große Radtour, ca. 100 Tageskilometer, geschätzte 1500 Höhenmeter. Jetzt geht es erstmal in Richtung Freudenstadt und von dort aus fahre ich in Richtung des Stausees Kleine Kinzig. Dort möchte ich oberhalb davon entlangradeln. Anschließend geht es hinab ins Kinzigtal und bei Schenkenzell geht es dann wieder aufwärts in Richtung Röthenberg. Und dort fahre ich dann auf der Höhenlage zwischen Schwarzwald und Neckartal entlang. Genießt die schöne Aussicht dort, den Sonnenschein und rollt dann relativ eben zurück in Richtung Dornstetten. Aber das Ganze liegt noch vor mir. Jetzt sehe ich erstmal Freudenstadt und dann geht es hinein in Schwarzwald.
Herbststimmung am späten Morgen. Wir haben jetzt 10.30 Uhr. Dass ich heute Morgen nicht ganz so früh losgefahren bin, hat zwei Gründe. Zum einen, jetzt mit neuem Nachwuchs sind die Nächte nicht ganz so erholsam vom Schlaf her gesehen. Viele Unterbrechungen und man ist dann um jede Minute froh, die man morgens länger schlafen kann, so wie auch heute Morgen. Und zum anderen ist inzwischen der Herbst bei uns in den Schwarzwald eingezogen. Die Temperaturen nachts sehr kalt, im einstelligen Bereich um geschätzte 5 Grad. Man sieht es dann auch am nächsten Morgen an den Tautropfen in den Spinnwellen, wie so eben. Und um 9 Uhr morgens, da hat es dann 10 Grad circa, noch ein wenig zu frisch, um mit dem Trikot unterwegs zu sein. Jetzt um 10:30 hat es circa 16 Grad. Heute Mittag soll es übrigens dann nochmal bis zu 26 Grad warm werden. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall möchte der Sommer heute nochmal so richtig mit uns wissen, bevor dann der Herbst endgültig einzieht. Zumindest laut Wetterprognosen soll es dann dauerhaft kühler werden. Bedingt dadurch, dass es die letzten 6 Wochen kaum geregnet hat, jetzt auch Mitte September schon eine Laubfärbung und die Bäume lassen teilweise schon die Blätter fallen. Grad Lufttemperatur hat die Anzeigetafel der Wetterstation auf dem Kienberg bei Freudenstadt angezeigt. Freudenstadt liegt jetzt auch hinter mir. Jetzt geht's hinein in den richtigen Schwarzwald. Die Strecke führt mich jetzt in Richtung des Kinzigtals und dann geht's auch einen strengen Abschnitt oberhalb des Stausees Kleine Kinzig entlang. Für mich wahrscheinlich noch unbekannte Radwege. Ich bin gespannt, was mich dort erwarten wird. Die paar Höhenmeter hoch auf den Kienberg haben mich ganz schön aufgewärmt. Ich dampfe schon ein wenig, schwitze und jetzt erwartet mich angenehme Frische des Waldes, kein Sonnenschein mehr, ein wenig abkühlen und dann wird auch der eine oder andere höhenmeterreichere Abschnitt mich erwarten. Wahrscheinlich dann zur Mittagszeit, wenn es am heißesten ist und ich das Ganze am wenigsten gebrauchen kann. Der Fritz-Laufer-Brunnen oberhalb von Freudenstadt. Für alle Radfahrer und Wanderer mit leeren Trinkflaschen eine willkommene Möglichkeit, die wieder mit frischem, klarem und kaltem Schwarzwaldwasser aufzufüllen. Mich wundert's, dass der Brunnen trotz der wenigen Niederschläge der letzten Wochen noch ein wenig Wasser bringt bzw. das was rausplätschert. Auch hier oberhalb von Freudenstadt der Wald sehr dürr. Viele vertrocknete Bäume, vertrocknetes Gras. Die Laubbäume schon mit gelbem oder rotem Laub. Die lassen bald die Blätter fallen.
Und deshalb wollte ich auch heute unbedingt nochmal mit dem Mountainbike hier durch den Schwarzwald radeln. Zum einen, wer weiß, wie lange hier überhaupt noch Laub an den Bäumen hängt, wenn schon Mitte September anfängt hier. Und zum anderen, laut Wetterprognosen, heute nochmal ein warmer Sommertag, Spätsommertag. Und danach soll das Wetter dann auch kippen. Regen wäre schön für die Natur, würde mich freuen. Für mich als Radfahrer bedeutet das dann allerdings meistens das Aus, mit dem Mountainbike durch den Schwarzwald zu radeln. Dann sind Radwege äußerst matschig, rutschig teilweise. Dann meide ich die Region und fahre eher nochmal in Richtung Heckengäu, in Richtung Stuttgart. Mal schauen, ich lasse mich überraschen. Und ich muss auch mal schauen, was es zeitlich einfach, was die Zeit zulässt, wie oft ich noch mit dem Fahrrad unterwegs sein kann in der Radsaison 2020. Die Autostraße von Bad Rippoldsau nach Freudenstadt, die über den Zwieselberg führt. Auch heute nochmal jede Menge Motorradfahrer hier unterwegs. Für mich geht es jetzt gleich auf dem Waldweg hier weiter. Die kleine Ortschaft Zwieselberg. Bei meinen letzten Radtouren, die hier über den Zwieselberg geführt haben, ging es dann meistens auf dem Rosshardweg weiter. Ich habe stückweise der Schwarzwaldroute gefolgt und dann ging es hinab in Richtung des Wolftals weiter in Richtung Kinzigtal. Heute mal eine neue Streckenführung. Ich fahre jetzt hier oben auf der Höhenlage weiter entlang in Richtung des Stausees Kleine Kinzig und dann möchte ich erst über Kaltbrunn hinab ins Kinzigtal fahren. Laut Radroutenplaner Baden-Württemberg soll die Strecke ein ausgebauter, gut befahrbarer Radweg sein. Für mich mit dem Mountainbike also kein Problem. Die Mountainbike-Tour heute wirklich eine willkommene Abwechslung zu meinen letzten Radtouren auf dem Rennrad. Die Landschaft jetzt hier im Spätsommer wunderschön. Eine Ruhe in der Natur. Allerdings muss ich gerade auch schauen, dass ich ein wenig zügiger vorankomme. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass man mühsam Kilometer für Kilometer abstrampelt. Im Rennrad sind 100 Kilometer gar nichts. Die fährt man in 4 Stunden. Jetzt haben wir inzwischen schon fast 12 Uhr mittags und ich bin gerade mal 20 Kilometer, 25 Kilometer gefahren. Über 80 Tageskilometer liegen noch vor mir. Deshalb schaue ich jetzt einfach, dass ich hier zügig vorankomme auf dem Rosshardweg. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich heute gar nicht groß auf dem Rosshardweg entlang radel, so wie auf meinen letzten Radtouren. Ich habe mich geirrt, es geht doch ein ganzes Stück auf dem relativ ebenen Rosshardweg oberhalb des Wolftals entlang, gut befahrbar und für mich eine Möglichkeit jetzt ein paar Kilometer zu machen mit dem Mountainbike durch den Schwarzwald.
Wieder mal stehe ich am Schmiedsberger Platz. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich heute eine neue Strecke fahre, oberhalb des Stausees Kleine Kinzig. Aber der Radrundbahner Baden-Württemberg wollte mich mal wieder irgendeinen Abhang hinunterschicken. Da war wirklich kein Radweg mehr. Selbst mit dem Mountainbike wäre ich da stecken geblieben. Und somit bin ich eben dem Rosshardweg gefolgt. Jetzt geht's weiter in Richtung Reinerzau und vielleicht erwartet mich da dann der eine oder andere neue Streckenabschnitt. Egal, so folge ich eben dem Rosshardweg. Eine wunderschöne Radstrecke. Und das letzte Mal bin ich die 2019 entlang geradelt. Somit schon fast verjährt. Hier wäre es ja auch meine geplante Route mit dem Radroutenplaner Baden-Württemberg. Ein abenteuerlicher Trampelpfad durch den Wald weg. Ich weiß gar nicht, was der manchmal mit einem vorhat. So sieht für mich auf jeden Fall kein gut ausgebauter Radweg aus. Deshalb werde ich jetzt hier weiter auf der gut ausgebauten Waldstrecke entlang radeln und mal schauen, wie ich irgendwie meinen Weg hinab ins Kinzigtal finden werde. Wenn man viel Zeit mit sich bringt und ein kleines Abenteuer mit Mountainbike durch den Schwarzwald wagen möchte, dann kann man auf solchen Trampelpfaden entlangradeln. Für mich heute mit meiner Streckenleistung von ca. 100 km. Ein Ding der Unmöglichkeit. Hier käme ich einfach nicht zügig genug voran mit Mountainbike und wäre irgendwann heute Nacht um 12 Uhr wieder zu Hause. Der Radroutenplaner Baden-Württemberg für mich oft nur schwer verständlich, was der für Kartenmaterial hinterlegt hat. Jetzt bin ich wieder auf dem Schwarzwald-Radweg unterwegs. Aber die geplante Strecke, die angeblich ein gut ausgebauter Radweg sein soll, nur ein Trampelpfad. Zu Fuß sicherlich idyllisch, wanderbar, begehbar, aber mit dem Mountainbike. Ich habe irgendwie keine Lust, irgendwo in der Sackgasse stecken zu bleiben, umgefallene Bäume oder ähnliches. Deshalb muss ich jetzt einfach schauen, wie ich auf dem Radwegnetz meinen Weg in Richtung Kinzigtal finde. Momentan geht es weiter auf der ursprünglich geplanten Route des Radroutenplaners Baden-Württembergs. Eine wunderschöne Strecke hier mit dem Mountainbike. Es geht gerade über eine Viehweide. Eigentlich wollte ich eine kleine Variante der Strecke machen, hatte einen wunderschönen Radweg vor mir, dann plötzlich eine Absperrung, Forstarbeiten. Richtig ärgerlich. Ich bin jetzt nicht weitergefahren, obwohl heute Samstag ist. Jetzt schaue ich, dass ich hier einfach weiterkomme. Die Strecke ebenfalls sehr schön. Doch wenn wieder eine Absperrung kommt, dann werde ich einfach mal schauen, wie ich doch irgendwie weiterkomme. Zumal wir jetzt Wochenende haben, ich höre weit und breit keine Motorsäge oder Vollernter.
Von daher ist die Gefahr, dass jetzt momentan Bäume gefällt werden, relativ gering. Die Strecke sehr abenteuerlich, aber ich sehe noch Abdrücke von anderen Radfahrern hier im Gras. Von daher die Angst, dass ich irgendwo in der Sackgasse lande, relativ gering. Und nun stehe ich da, wieder mal die Entscheidung, soll ich der Planung des Radroutenplaners Baden-Württemberg folgen oder nicht. Der Waldweg laut Navi eine Sackgasse hier. Hier wäre jetzt ein Pfad, der bergabwärts in Richtung einer gut ausgebauten Straße führen sollte. Ich werde es jetzt einfach mal wagen, die Kamera auf den Helm drauf bauen und dann mal schauen. Ein kurzes Stück Trail heute ist okay. Solange es da nicht so dabei bleibt, sonst wäre wirklich die zeitliche Planung der Radtour hinfällig und ich müsste irgendwie schauen, wie ich da noch pünktlich nach Hause komme vor Anbruch der Dunkelheit. Hier geht's fast nicht mehr weiter. Muss ich schauen, wie ich irgendwie mein Fahrrad hier durchgeschoben bringe. Und da drüben sehe ich, da ist wieder ein schlecht ausgebauter Waldweg. Der führt mich dann hoffentlich hinab ins Tal. Der Streckenabschnitt gerade wirklich spaßfrei. Ich musste mein Fahrrad schieben. Nebenan noch ein kleiner Bachlauf. Hier musste ich irgendwie drüber springen samt Fahrrad. Und jetzt zum Glück wieder ein wenig besser ausgebauter Waldweg. Ich hoffe, dass ich jetzt da voll runterfahren kann ins Kinzigtal. Aber für heute reicht es mir mit solchen Abenteuern dieses Tag.
nach dem Abenteuer gerade ein asphaltierter Radweg. Gott sei Dank, das Abenteuer ist zu Ende und ich komme wieder gut voran. Irgendwie kam mir die Streckenführung doch komisch vor, ganz anders als gestern geplant. Jetzt fahre ich momentan auf der Wolftalstraße durchs Wolftal und ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe heute Morgen den falschen GPS-Track geladen. Eine Radroutenplanung in Richtung Freiburg. Mich hat es gewundert. Was möchte ich machen? Jetzt muss ich irgendwie schauen, wie ich möglichst schnell nach Wolfach komme. Und dann werde ich eben dort das Kinzigtal flussaufwärts fahren auf dem Kinzigtal-Radweg. Es bleibt mir nicht mehr viel übrig. Wir haben jetzt schon 13 Uhr nachmittags. Und irgendwo unterwegs werde ich dann eine Mittagspause machen. Schade, eigentlich wollte ich heute ganz woanders hinradeln. Jetzt muss ich das Beste aus der Situation machen. Ich merke schon, die Routine der Durchführung der ganz großen Radtouren ist irgendwie verloren gegangen in den letzten Wochen. Da muss ich irgendwie wieder reinfinden. Der Wolftalradweg, wirklich ein sehr schöner, gut ausgebauter Radweg. Doch heute bin ich nicht ganz freiwillig hier unterwegs. War nicht geplant. Aber ich muss jetzt einfach schauen, dass ich das Beste aus der Situation mache. Richtig schön, das Wolftal. Aber eigentlich wollte ich hier heute nicht entlang radeln. Aber ich mache das Beste draus und habe auch bereits einen Plan. Ich fahre jetzt einfach bis nach Wolfach. Dann folge ich dem Kinzigtalradweg flussaufwärts in Richtung Schenkenzell und werde dann eben die Strecke, wie ich sie ursprünglich geplant hatte, von Schenkenzell zurück in Richtung Dornstetten fahren. Der zweite Teil auf der Höhenlage bei Rötenberg. Fluren winzeln in Feldern eben. Dann gibt es eben heute eine reine Schwarzwaldradtour. Aber bei dem sonnigen Wetter macht das Ganze auch richtig Spaß. Vielleicht die letzte Schwarzwaldradtour im Jahr 2020.
Was für ein Ärgernis mit der ungeplanten Tourenänderung. Egal, ich mache Special draus und bin jetzt auf dem vielbefahrenen Kinzigtalradweg unterwegs und werde jetzt mal schauen, dass ich irgendwo ein schattiges Plätzle finde für eine kurze Mittagspause. Und dann geht es weiter flussaufwärts der Kinzig bis nach Schenkenzell. Und dort fahre ich dann die ursprünglich geplante Route wieder rückwärts in Richtung Dornstetten. Der zweite Teil, den kann ich irgendwann noch ein anderes Mal fahren. Was vor mir da gerade über den Radweg gekrochen bzw. geschlängelt ist, war keine gefährliche Kreuzotter, sondern nur eine harmlose Ringelnatter. Hier ist jetzt auch mein Bänkle für die Mittagspause im Halbschatten, ein wenig abseits des vielbefahrenen Kinzigtalradwegs, wie für mich gemacht. Was für ein idyllischer Ort für eine Mittagspause. Hier könnte ich jetzt gerade noch ein Mittagsschläfle halten, aber dazu bleibt jetzt keine Zeit. Auf dem Kinzigtalradweg geht es jetzt über Schiltach zurück in Richtung Schenkenzell und dort folge ich dann dem ursprünglich geplanten Verlauf meiner heutigen Radrundtour zurück in Richtung Dornstetten. Wäre eigentlich der Hinweg gewesen. Macht nichts, alles in allem war es eine schöne Schwarzwaldradrundtour und ich kann die Strecke ja immer noch ein anderes Mal fahren. Die geplante Strecke, die ursprüngliche. Auf jeden Fall werde ich das nächste Mal mehr aufpassen, wenn ich einen GPS-Track auf meinem Gerät lade. Die Strecke hieß Radtour Freitag 2020 und ich habe irgendwie eine Radtour Freiburg geladen. Kommt vor, aber sollte nur einmal vorkommen. Und das nächste Mal passe ich wirklich besser auf. Zurück geht's auf den Kinzigtalradweg.
von Schenkensell an fahre ich jetzt die ursprünglich geplante Strecke zurück über Kalbrunn in Richtung Zwieselberg. Momentan fahre ich jetzt noch auf der offiziellen Autostraße durchs Tal der kleinen Kinzig in Richtung Reinerzau. Straßenvollsperrung, ein schwerer Unfall, aber für mich als Mountainbike-Fahrer geht's hier links weiter. Die Strecke durchs kleine Kinzigtal. Ebenfalls eine sehr beliebte Motorradfahrerstrecke hier im Schwarzwald. Und hier hat es richtig gekracht. Zwei Motorradfahrer sind irgendwie ineinander gerast. Rettungshubschrauber. Alles nicht so schön. Und glücklicherweise musste ich nicht wie die Autos hier im Stau stehen. Die haben schon ewig gewartet. Sondern konnte die Unfallstelle auf einem Feldweg passieren. Jetzt geht es weiter in Richtung Kalbrunn. Und ich hoffe, dass ich das Ganze jetzt schnell vergesse. Das nicht so schöne Ereignis hier. Die kleine Autostraße in Richtung Kalbrunn, übrigens für mich eine noch nicht bekannte Strecke, jetzt auch mit dem Fahrrad. Und ich muss sagen, bisher wirklich sehr, sehr schön hier. Richtig schön das Tal bei Kalbrunn. Ursprünglich war es ja meine geplante Anfahrt, jetzt mein Rückweg. Endlich mal neue Radwege und ich hoffe, dass ich jetzt die letzten geschätzten 20 bis 30 Kilometer ohne Störungen und ohne Zwischenfälle zurück nach Dornstetten finden werde. Was ich bei meiner heutigen Radtour übrigens auch ganz nebenbei getestet habe, sind meine neuen Lenkergriffe aus Leder. Die habe ich vor circa einer Woche angeschraubt, nachdem meine Lenkergriffe aus Kork wirklich nach 2 bis 3 Jahren verschlissen waren. Die hatten Fallen geworfen, waren durchs Wasser beschädigt.
Und ich muss sagen, bisher machen sie sich richtig gut. Die Lederlenkgriffe passen sich gut an. Sehen schön aus, eine gute Optik, Haptik. Ein Naturmaterial eben, so wie ich das bevorzuge am Fahrrad. Passend zu dem Naturmaterial Leder, ein wunderschöner Radweg durch die Natur des Schwarzwalds. Ein paar steigungsintensive Höhenmeter mit Steigungen von 12-14% habe ich jetzt auf die Höhenlage geführt. Zum Glück ging es im relativ schattigen, kühlen Wald entlang. Das hat die Schweißbildung auf der Stirn doch einigermaßen gemindert. Und vielleicht habe ich jetzt hier oben dann doch noch heute das Glück, auf den Stausee Kleine Kinzig von oben herabschauen zu dürfen. Ein zweites kriechendes Reptil heute kreuzt meine Wege, dieses Mal die harmlose Blindschleiche. Ein richtig schöner Radweg von Schenkenzell hier hoch auf die Höhenlage. Gut ausgebaut, viel Natur und Ruhe. Gefällt mir richtig gut. Die Strecke, bisher habe ich den Radweg noch nicht gekannt. Rechts unterhalb vom Radweg wäre sie übrigens, die Kinzigtalsperre, die Anstauung der Kleinen Kinzig. Leider hat man keinen Blick durch das dicke Laub der Laubbäume bzw. durch die Zweige der Nadelbäume. Vielleicht habe ich nachher doch noch einen kurzen Moment. Aber zumindest führt mich jetzt der Radweg oberhalb der Stauschufe entlang. Ab und zu kann man den See dort unten erahnen. Wer hier im Winter unterwegs ist, der hat vielleicht ab und zu das Glück, dann, wenn die Laubbäume kein Laub haben, hier mal einen beeindruckenden Blick in die Tiefe auf das angestaute Wasser zu haben.
Ich habe es geschafft. Ich bin wieder oben auf dem Zwieselsberg angekommen. Hier bin ich heute Morgen schon mal entlang geradelt. Allerdings bin ich dann dem falschen GPS-Track gefolgt in Richtung Wolftal. Die Radtour nach Freiburg, die wollte ich eigentlich heute nicht. Und als ich dann unten im Wolftal war, habe ich beschlossen, die Fahrt bzw. die geplante Strecke für heute als Rückweg anzutreten. War eine sehr schöne Radtour jetzt. Für mich die Abschlussradtour zur Radsaison 2020. Eine sehr durchwachsene Radsaison. Vor allem im März, April die Sache mit dem Coronavirus. Ich war froh, dass ich mein Hobby-Radfahren beinahe uneingeschränkt fortführen konnte. Einige schöne Trainingstouren zur Frühjahrszeit. Nur die geplante Radreise im Mai, Juni entfiel dann. Da wollte ich eigentlich in die Alpen fahren. Die Grenzen waren gesperrt, keine Unterkünfte vorhanden. Somit war es das eben, der große Radurlaub dieses Jahr. Danach im Juli, August stand dann auch die Geburt unseres Sohnes an. Jetzt ist gerade nicht mehr so viel mit Radfahren. Und heute war ich ganz glücklich, dass ich mal wieder einen freien Tag hatte, wo ich die Radtour so durchführen konnte, eine etwas größere Radtour. Ich weiß nicht, vielleicht war es die letzte größere Radtour dieses Jahr, je nach Wetterlage und zeitlicher Lage. Vielleicht habe ich auch Glück und ich kann noch mal eine größere Radtour machen. Auf jeden Fall war es eine schöne Radtour zum Abschluss der Radsaison 2020, die ich hier jetzt so enden lasse.